So, jetzt laden wir die alten Einstellungen und bewegen uns weiter in Richtung dieses einen Dorfes. Ihr erreicht das Dörfchen Hillhouse. In der Herberge direkt am Wegesrand könnt ihr eine Rast einlegen. Oh, anscheinend können wir die Stadt gar nicht wirklich betreten, sondern haben hier nur Optionen. Na gut, dann betreten wir die Herberge. Schade. Dann sagen wir mal Hallo. Und werden hoffentlich nicht gleich rausgeschmissen. Seid gegrüßt. Mal sehen, ob ich euch behilflich sein kann. Wir fragen mal nach einem Ingramosch. Der soll ja in Lovang wohnen. Nie gehört den Namen. Muss wohl ein Zwerg sein. Ja. Was könnt ihr mir sagen über die Orks? Elendiges Pack. Gut so. Gute Frau. Was könnt ihr mir sagen über Elfen? Was im Kopf eines Elfen vorgeht, bleibt ein Rätsel. Ja, Zwerge? Lasst uns lieber über etwas anderes reden. Na, die hat wohl ein paar zu viele betrunkene Zwerge rausschmeißen müssen. Wie schaut es denn aus mit Reisen? Die Straße nach Gashok ist eine sichere Route. Leider kommen in letzter Zeit kaum Reisende durch unser Dorf, weil sich die Schwarzpelze im Land am Sveld eingenistet haben. Boah, am Land am Sveld. Sveld ist der Fluss, hm? Sveld... Orks. Gashok. Gashok ist dann wahrscheinlich weiter im Süden. Weil im Norden war nur das Dorf, wo wir herkamen. Und das hieß, was sagt mein Zettel? Quirasim oder Quiljana. Je nachdem, welche Sprache man nehmen will. Okay. Ja, und was könnt ihr mir sagen über die Salamandersteine, also das Gebirge? Fremde sind bei den Elfen nicht gern gesehen. Wer keinen triftigen Grund hat, sollte deswegen die Salamandersteine meiden. Und sie hat uns immer noch nicht rausgeschmissen. Das ist ja sehr schön. Also wir haben jetzt ja schon 4, 5 Mal irgendwas geklickt. Normalerweise werden die nach 3 Gesprächsoptionen ungeduldig. Aber sie kriegt wohl wirklich nicht besonders häufig Besuch. Dann fragen wir doch mal nach einer... Zwergenbinge hatten wir schon, oder? Nee, ich glaube nicht. Fragen wir mal danach. Hier in den Salamanderstein? Nein, da müsst ihr euch schon im Finsterkamm oder im Tasch umsehen. Okay. Zwergenbinge Finsterkamm? Ach, das ist die Zwergenstadt im Finsterkamm. Das habe ich mir schon aufgeschrieben. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, Zwergenstadt im / unter Finsterkamm. Okay, dann schreibe ich mir auf Zwergen vielleicht noch im Tasch. So. Und schon ist ein gefühltes Drittel, wenn nicht sogar mehr vom Zettel voll. Was können wir nochmal fragen? Fragen wir mal nach dem Wetter. Was sagt euer Wetterfrosch? Wie wird's? Früher gab es wenigstens noch richtige Jahreszeiten, aber der letzte Sommer, der war doch kein Sommer. Nichts für ungut, aber leider muss ich mich jetzt von euch verabschieden. Die Pflicht ruft. Na gut. Dann gucken wir mal, was unser Hunger so ansagt. Ja, doch, ein wenig hungrig sind wir. Das heißt, wir bestellen uns was zu essen für 3 Dukaten. Na gut. Gute Hausmannskost für 3 Dukaten. Und ein Einzelzimmer für eine Nacht. So, dann meditieren wir nochmal mit Talana. Meditation, sagen wir mal 10. Autsch. Und was können wir hier machen? Welcher Held soll ein Talent anwenden? Was können wir denn hier machen? Wir können Wunden heilen und Alchemie. Das klingt doch gut. Jallen, Wunden heilen, Talana. Sehr schön. Schlafen, jo. So, jetzt verlassen wir die Herberge. Können wir denn irgendwo anders hin? Nein. Ja, Dörfer scheinen hier ein wenig... weit gestreut zu sein, also wirklich begehbare Dörfer. Deswegen gehe ich jetzt mal wieder nach Nordosten und gucke denn da den Weg nach Süden an. Wir wollen eine neue Strecke erkunden. Lagerplatz suchen, alte Option, jo. 2 Wirselkräuter. Tirik weckt Gwynlen. Was ist denn los? Fragt Gwynlen noch ganz verschlafen. Ich glaube, ich habe was gehört, antwortet Tirik. Obwohl ihr aufmerksam die Umgebung des Lagers beobachtet, könnt ihr nichts Gefährliches entdecken. Es werden wohl bloß irgendwelche Tiere gewesen sein, meint Tirik.
oder Elfen, die uns beobachten. Aber passiert nichts. Hier passiert gerade eine bekannte Kreuzung. Ihr entdeckt ein Reh im Gebüsch. Wollt ihr versuchen, es zu schießen? Och, ja, warum nicht? Wer soll es versuchen? Mürrem. Mürrem erlegt das Reh, als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht. Wir sollten langsam mal gucken, wie viele Proviantpakete sich da jetzt angesammelt haben. Wir sollten immer so 18 mit uns rumtragen, dass jeder Held mindestens 3 Rationen hat. Aber gut, anscheinend gab das Reh nicht so viele Proviantrationen. Wir hatten das ja einmal gehabt, dass wir diese Neken oder so ähnlich erjagt haben und dann 90 Rationen bekommen haben und Mürrem sich keinen Schritt bewegen konnte. Aber ja, das haben sie hier wohl ein wenig runtergeschraubt. So, alte Option. Ja. Keine Kräuter, na gut. Keine nächtliche Störung und wir folgen jetzt anscheinend dem Fluss. Drei Tanelen, alle soweit wieder topfit. Ihr entdeckt ein schönes Plätzchen am Flussufer und legt dort eine kleine Pause ein. Als ihr euch wieder auf den Weg macht, füllt ihr noch eure Wasserflaschen. Ihr habt den Endpunkt eurer Route erreicht. Wir könnten jetzt wohin gehen? Wir könnten zurück nach Nordosten, wir könnten nach Nordwesten gehen oder nach Südwesten. Ich denke mal, wenn wir jetzt nach Nordwesten gehen, dann kommen wir zu dem Dörfchen da. Und wie ich gerade sehe, was ein wenig schwer zu erkennen ist, die Strecke, die wir gerade gegangen sind, war vorher nicht da. Und jetzt sehen wir hier eine weiße Linie, die so eine Art Straße andeutet. Das heißt, dadurch, dass wir da abgebogen sind, haben wir ganz neue Reiseoptionen hier freigeschaltet. Das finde ich doch sehr schön. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall, wenn wir irgendwo ankommen und da keinen Weg sehen, aber eine Möglichkeit haben, in die Richtung zu gehen, auf jeden Fall in die Richtung gehen, damit halt dieses weiße Straßennetz weiter ausgebaut wird für uns. Jetzt gucken wir erstmal nach Nordwesten. Wir wollen eine neue Strecke erkunden. Und einen neuen Weg anlegen. Auch wenn es wahrscheinlich erstmal nur ein Trampelpfad ist, aber mal gucken, wie oft wir hier noch vorbeikommen. So, wir sind nicht bei dem Dorf rausgekommen, aber fast genau da. Das heißt, wenn wir diesen neu von uns entdeckten Trampelpfad benutzen würden, könnten wir die Stadt umgehen, falls da mal irgendwas Unangenehmes sein sollte. Also wenn die Orks zum Beispiel weiter hier in das Land einfallen und sich hier einnisten, könnten wir so die Stadt umgehen. Sehr schön. Wir gehen erstmal wieder zurück und gehen dann von da aus weiter nach Südwesten, um zu gucken, was da ist. Oh, wir sind inzwischen in einem Sumpfgebiet. Da habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und die Heldengruppe natürlich ebenso. Wir wollen auf keinen Fall im Dunkeln durch den Sumpf, also suchen wir uns einen Lagerplatz. Ja. Eine Yoruga-Wurzel, ein Tanele, soweit so gut. Wir finden wieder ein schönes Plätzchen am Fluss. Und den Endpunkt unserer Reise haben wir wieder erreicht. Wo können wir denn jetzt lang? Wir können nach Südosten ins Gebirge rein. Das wäre ein wenig gefährlich, denke ich. Oder wir können nach Westen, wieder zurück zur Straße. Ich habe die Angewohnheit, öfters mal solche Kleinigkeiten zu vergessen. Also sollten wir wahrscheinlich eher jetzt in das Gebirge rein, sonst vergesse ich das später. Und wenn es zu gefährlich wird, können wir einfach zurück. Neue Strecke erkunden, ja. Hier sehen wir auch schon gleich, dass wir uns in einem Gebirge befinden. Und wie in einem Sumpf sollte man nach einem Gebirge nicht nachts unterwegs sein. Also Lagerplatz, alte Option. Keine Kräuter, was verständlich ist. Ihr seht auf einer Blumenwiese ein Bärenjunges herumtollen. Von seiner Mutter ist weit und breit nichts zu sehen. Wollt ihr eure Lebensmittelvorräte durch frisches Bärenfleisch bereichern? Das Bärenbaby einfangen und in der nächsten Stadt an einen Gaukler verkaufen? Also wir sollten kein Bärenbaby umbringen, wenn wir nicht wissen, wo die Mama ist. Das könnte sehr übel enden. Und das Bärenbaby einfangen wäre genauso eine schlechte Idee, zumal die Elfen ja vehement dagegen sind, dass wir einfach Tiere einfangen, um sie zu verhökern. Also lassen wir den Bären weiterspielen und gehen unserer Wege. Zwei Wirselkräuter, schön, schön. Hallo? Eine zierliche Frau auf einem Elch kommt euch entgegen und nickt euch freundlich zu, ohne jedoch anzuhalten. Okay.
Das war jetzt komisch. Und sie saß sogar richtig damenhaft auf dem Pferd, also Beine auf einer Seite. Ihr erreicht ein kleines Elfendorf. Ah, deswegen wird sie wahrscheinlich so komisch bewandert gewesen sein. Es war eine Elfe, die einfach nicht mit uns reden wollte. Aber ja, wir erreichen ein kleines Elfendorf in den bewaldeten Hängen der Salamandersteine. Wollt ihr eine Elfin ansprechen, die gerade aus ihrer Hütte schaut, oder das Dorf gleich wieder verlassen? Wir können ja mal Myrrim oder Yallen vorschicken und gucken, ob die mit uns reden wollen. Den Zwölfen zum Gruße. Erzählt uns doch ein wenig über die Salamandersteine. Die Salamandersteine sind unsere Heimat. Fremde haben hier nichts verloren, denn wenn wir es zulassen, dass sie sich hier bereit machen, wird es in den Salamandersteinen bald genauso schlimm werden wie in den anderen Orten. Ja, die Elfen haben da echt Angst, weil die Menschen sich doch sehr, sehr schnell vermehren im Vergleich zu ihnen und immer mehr Raum brauchen. Den Spruch kennen wir ja auch noch. Dann fragen wir doch mal nach den Orks. Die Schwarzpelze drohen, alle kultivierten Völker auszurotten. Wenn nicht bald etwas geschieht, sind wir selbst in Salamanderstein nicht mehr sicher vor der Orkenbrut. Und es ist unsere Schuld. Oh, weia. Ja, da müssen wir uns echt drum kümmern. Jeden Orken, den wir sehen, müssen wir niederschlagen. Was kannst du mir über Zwerge erzählen? Verräterpack. Nicht umsonst heißt es bei uns Elfen, dass Lüge kurze Beine haben. Ja, Tirik, versteck dich. Ganz schnell, versteck dich. Dann sollten wir auch nicht unbedingt nach Ingramosch fragen, aber vielleicht weiß sie etwas über den Salamanderstein. Dieses Artefakt ist im Besitz der Elfen und das soll es auch bleiben. Laut meinen Unterlagen ist es in einer Binge im Süden und ich denke nicht, dass Zwerge in einer Binge hausen. Wenn ihr ein längeres Schwätzchen wollt, müsst ihr nach Breida reisen. Das ist wieder die Anspielung auf DSA 1. Aber trotzdem schön, dass sie überhaupt mit uns geredet haben. Wir wollen jetzt unsere Route planen. Wir können nach Norden zurück oder nach Süden durch die letzten Ausläufe der Salamandersteine. Und dann gehen wir nochmal nach Süden. Eine neue Strecke erkunden. Ja, alte Option. Jo. Oh. 1, 2 hab ich ihn. Ah, und ich habe vergessen, die Option einzustellen, dass der Kampf schneller ist. Na gut. Da das kein außergewöhnlicher Kampf ist, machen wir einfach gleich mal Kampf berechnen. Keine Magie. So, sehr schnell vorbei. Ist für unsere Heldengruppe ja auch nichts wirklich Atemberaubendes. Wir wurden ja schon oft genug von denen überfallen. Also von denen, von Goblins, von Waldlöwen und was weiß ich. Und der Einzige, der einen Schadenspunkt verliert, ist Trick. Holla, ihr dort! Hört ihr eine weibliche Stimme von hinten rufen. Als ihr euch umdreht, seht ihr die Frau auf dem Elch eilig näher preschen. Ich wollte euch nur sagen, dass man wirklich auf diesen Viechern reiten kann. Aber außer mir macht das niemand, glaube ich. Damit wendet sie ihr feuriges Reittier und verschwindet. Sehr skurril. Erstmal reitet sie auf einem Elch leicht bekleidet an uns vorbei. Und dann reitet sie zurück, um uns zu sagen, dass sie wirklich auf einem Elch reitet. Nee. Naja, ich könnte jetzt sagen, Elfen heilt, aber dafür habe ich zu viel in der Gruppe. Tiriks Kopf ist wie in Watte gepackt. Oh, nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Tirik fühlt sich nach einer schlaflos zugebrachten Nacht eher besser als schlecht. Stopp, 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 stopp. Wie halte ich an? Reiseoptionen. Wir wollen die Reise unterbrechen. So, wir wollen jetzt erstmal gucken, was mit Tirik los ist. Der hat ein Ausrufezeichen und ist krank. Kann man da raufklicken? Krankheit. Tirik ist müde und matt. Hat nur einen Bewegungspunkt, weil er sehr viel Körperkraft verloren hat. Ich nehme mal an, je mehr er verliert, desto schwerwiegender ist die Krankheit. Also Yallen, tu dein Bestes. Talent anwenden. Krankheit heilen. Tirik. Mal sehen, was ich bei Dumpfschädel machen kann. Ach, Dumpfschädel ist so eine Art Erkältung. Kann aber, wenn es unbehandelt ist, zu schwerwiegenderen Krankheiten führen, wie genau bei uns ja auch. Wenn wir eine Erkältung oder eine Grippe nicht gut genug behandeln, dann kriegen wir mal eben eine Lungenentzündung. Zar sei Dank, Yallen kann Tiriks Krankheiten stoppen und verhilft ihm außerdem zu 6 Lebenspunkten. Sehr schön. Ja, sein Bild ist wieder normal.
Körperkraft ist jedoch nicht wieder gleich nach oben geschnellt. Das wird wohl erstmal noch eine Weile dauern. Deswegen machen wir jetzt gleich morgens Rast, damit er schlafen kann. Und Terrys Körperkraft steigt um 5 Punkte. Sehr schön. Terrys Kopf ist wieder klar. Und wir reisen weiter. Endpunkt erreicht. Neue Routenplanung. Wir können nach Osten gehen. An den Rand der Karte. Wir können nach Norden oder nach Westen Richtung Straße. Können wir auch erstmal abspeichern? Nein, können wir nicht. Dann reisen wir nach Osten. Lagerplatz suchen. Das Wandern macht ganz schön durstig, aber ihr hattet ja noch Reserven, um eure trockenen Kehlen anzufeuchten. Ja, wir haben wohl anscheinend zweimal jetzt kein Wasser gefunden. Und langsam gehen die Wasserschläuche zur Neige. Müssen wir gleich mal gucken, ob Mürben es diesmal schafft. Aber erstmal speichern. Ja, wirklich. LP 006. Und wir sehen uns gleich wieder.